Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal in unserer Hauptstadt weiter unterwegs und haben mittlerweile eine stabile Gewerbenachfrage hier. Und genau, und ich hatte ja am Ende gesagt, dass wir hier jetzt weitermachen mit dem Gewerbe und das hört sich mir auch nach einem guten Plan an. Das heißt, wir bauen jetzt hier uns jetzt hier schön weiter gewerbemäßig aus. So, weil wir brauchen definitiv mehr Jobs hier. Unsere Hauptstadt, ne, ganz klar. Und hier könnte man nicht mal. Ah, nee, passt schon. Passt schon, wenn wir das so machen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach direkt weiter. Ich meine, ich nehme das hier alles am Stück auf, ihr kennt mich. Und genau. Aber ihr braucht hier noch Feuerwehr und Polizei, sehe ich gerade. So, Feuerwehr und Polizei. So. Na, seid ihr so. Zack. Ja, dann könnt ihr euch eigentlich hier ausbreiten. Ich weiß gerade gar nicht, warum ihr da nichts aufbaut. Ah, vielleicht deswegen. Weil die Größe falsch ist, ja. Okay. Ja, alles klar. Die Größe war einfach falsch. Okay. Ja, schaut euch das an. Da kommen sie. Sehr, sehr gut. Wo kommen denn eure Arbeiter her? Kommt von da drüben. Okay, wow. Ah, über die Fähre. Haha, sehr schön. Über die Fähre, alles klar. Sehr cool. Wie sieht es jetzt das mit dem Gleichgewicht aus? Ja, wir brauchen Jobs, Jobs, Jobs hier, ganz klar. Wir brauchen viel, viel mehr davon. Viel, viel mehr Jobs hier. So, wunderbar. Frage ist, warum? Jetzt, ja, okay. Ja, sehr gut. Ja, guckt euch das an. Die Nachfrage ist wieder da. Ach, das freut mich. Das freut mich einfach so krass, weil wir hatten wieder zwischendurch wieder Probleme gehabt mit der Nachfrage. Und freut einen einfach, wenn es wieder funktioniert. So. 4x4, 4x4. So, Bushaltestellen. Eine U-Bahn-Verbindung für euch hier. So. Ganz genau. Ah, hier unten fehlt noch was. Hier unten fehlt noch Bushaltestelle und U-Bahn-Verbindung. So, da machen wir das mal. So, genau. Schön miteinander verbunden. Und eigentlich, ja. Ah, hier, guck mal, so. Genau. Wir müssen hier noch ein bisschen Netz verdichten. Habe ich nämlich wieder fast verdrängt hier. So. Machen wir mal eine neue Linie auf hier. So, zack. So, und dann sollte es euch eigentlich besser gehen. Ich weiß gerade nicht, wann es liegt, aber gewerbemäßig ist das immer ein bisschen schwierig. So. Ah, guck mal, da können wir auch noch mal. Ah, da kommen sie wieder. Sehr gut. Haltestellung, U-Bahn-Verbindung. Ah, da kommen sie doch. Ey. Wunderbar, Freunde. Wow, was sind das eigentlich für Gebäude da? Green Tree Office Building. Ah, guck mal. Haben sogar ein echtes Bild von. Cool, ja. 2314, okay. So. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ihr meinen Mauszeiger hier mittlerweile hier seht im Let's Play. Ja, das ist natürlich mit dem neuen Rechner sehr, sehr cool geworden. Dass man da endlich den Mauszeiger sieht. Ach ja. Let's Play geguckt die ganze Zeit ohne Mauszeiger. Das ist. Finde ich geil von euch, wirklich. So, aber so langsam
könnten die Gebäude auch mal ein bisschen größer werden, mal wieder. So, so, jawohl. Na, zack. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es sehr gut mittlerweile. Wieder, ja, dank dem neuen Rechner. Und ich weiß, ich reite da oft drauf rum, aber es ist wirklich, wenn ihr mich kennt und wisst, wie lange ich für den neuen Rechner gespart habe, dass ich mich da freue, ist, denke ich mal, nachzuvollziehen. Ich höre auf damit, ist versprochen. Okay, weiter zum Geschäft hier. Mehr Gewerbe. Definitiv. So. Dann haben wir hier auch nochmal kleine Parks rein. So. Weiter zum Geschäft. Im wahrsten Sinn des Wortes hier. So. Jawohl. Schaut euch das an. Ja, sehr schön. Ah, wunderbar. Oh shit. Frage ist wieder weg. Wegen diesem Riesenklotz, der hier. Ach du Scheiße. Wow. 11.400 Jobs, ey. Direkt Denkmalschutz. So. Boah, krass. Ja, krass. Okay. Aber wo geht ihr denn? Ah, okay. Ihr geht auch arbeiten. Joa. Wir brauchen immer noch 10.000. Das ist ja... Haben wir hier irgendeinen Silberlöffler unter Steuerschock? Was ist das denn? Brückenstau, okay, aber keiner streikt. Das ist schon mal top. Da unten machen wir noch ein paar Parks rein, ja. So, ein kleines Office Building da. So. Ja, machen wir hier, zack, 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 jawohl. Das haben wir alles, alles keine Riesentürme. Plaza Azteca, ah ja. Mit der geilen Mucke im Hintergrund. Okay. Das ist verlassen. Leider, leider. Toll, bauen sie das gleiche Gebäude wieder auf. Ihr seid mir welche, ey. Echt mal. Ja, wir haben noch wir haben tatsächlich noch Nachfrage danach. Aber... Ja, das will ich jetzt eigentlich nicht. Aber gut, mach, komm, ist okay. Naja, wobei... Ja gut, dann machen wir es einfach so. Aber einmal hier ein 3x3 Gebäude, schön. Gewerbemäßig, ja. Ah, wartet mal. Nein, nein, da oben kann was anderes hin, oder? Oder? Ich schau mir das mal an. Wartet mal. Ja, das... Ah, da obwohl, nö, eigentlich kann das so bleiben. Flucht im gestohlenen Auto. Wow. Wohnung? Wohnung, okay. Kommt wieder die Reichen, ja. Ganz toll. So. Ja, und ihr seid wieder, habt wieder ein Problem hier unten, ne? Ich weiß nicht, was mit euch los ist. So, aber hey. Sollte doch. So. Ah. Ja, die Bildung. Die Bildung. Das ist, bisschen problematisch hier auf der Seite. Wartet mal, ich speichere das Spiel mal ab. So. Weil ich möchte nämlich mal was ausprobieren. Und zwar, wenn wir die Bildungskosten voll erhöhen. Weißt du, sowas von 100.000 minus. Aber wie sich das dann auf die Bildung auswirkt und auf die Nachfrage, das würde mich mal interessieren. Und das bringt ja, glaube ich, nicht viel, oder? Überall muss man sparen, das ist wirklich unfassbar. Ja, es ist halt reiche
Nachfrage nach reichen Wohngebäuden da, ne? Ja, es ist halt, wir haben noch 300 Monate. Das sind 30 Jahre. Dann haben wir wieder Finanzprobleme. Wirkt sich das auf die Nachfrage aus, wenn die Bilder? Beziehungsweise wirkt sich das auf die Bilder aus? Nö, es wirkt sich gar nicht aus, wie ihr seht, ne? Also das ist echt... echt komisch, okay. Dann speichern wir das mal nicht ab, sondern wir machen mal hier das wieder auf. Aber hey, die Jobs nähern sich an. Meine Güte, ist das schwierig, so eine Riesenstadt zu managen. Wirklich krass, ja, wirklich krass. Also, dass das so schwierig ist, hätte ich nicht erwartet. Ohne Witz. So, braucht ihr hier vielleicht eine Polizei? Oh ja. Na, oder obwohl, ihr habt doch hier eine. Also eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. So. Lehrpersonal. Die Uni. Oh ja, okay. Die Uni. Na gut, da habt ihr eure Finanzmittel. Habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich die Bildung runtergeschraubt habe, ne? Und die Meldung ausgemacht. Ja, wir brauchen mal wieder einen Booster für unsere Hauptstadt. Sollen wir den letzten möglichen Vorort aufbauen? Ich denke ja. Wenn lange geht das finanziell auch nicht mehr gut so, ne? Aber da kommt doch was, aber... Nicht wirklich große Gebäude, ne? Das sind alles kleinere. Das ist zum Beispiel wieder verlassen hier. Das hier ist auch verlassen. Vielleicht einfach warten, ne? Wer weiß. Oder wir bauen tatsächlich den letzten Vorort auf. Das kann... Ja, das kann auch nochmal einen Effekt bringen. Der allerletzte Vorort, Freunde. Weil danach ist unsere Stadt komplett von Vororten umrundet. Okay, hier der. So, genau, hier haben wir nämlich Nachfrage, wie ihr seht. Und das nicht zu knapp. Oh, aber wartet mal. Wartet mal. Ach so. Ah! Ach ja, geil. Okay. Ich nenne sie auch neue Stadt, ich weiß. Gut. Aber wir können tatsächlich hier, komplett neu anfangen. Und auch die ganzen, ja, die ganzen Verbindungen hierhin, ne, die können wir dann auch ganz normal aufbauen. Und wir haben schon, schaut euch das an, wir haben schon eine Verbindung wieder hier zur Supportstadt. Das heißt, wir können das hier nutzen. So, das heißt, wir können das hier nutzen und hier eine Verbindung, eine Wasserverbindung. Ah, das ist so gut, Freunde, das ist einfach so gut. Oh, aufpassen hier. So, und so, und so, genau, so wunderbar. Das heißt, wir können dann hier auch wieder alles exportieren und importieren, was wir hier brauchen. Sehr schön. Da habe ich auch euren Tipp beachtet mit der... Warum sind hier zwei? Ja, mit einer Supportstadt zentral gelegen. Ne? Das habt ihr auch mal angemerkt, dass das eventuell helfen könnte. Tatsächlich. Es ist so. So, da machen wir mal hier. Das brauchen wir nicht, aber hier brauchen wir einen. Ne? So, dann, was können wir denn hier... meine ich alles, ne? Wir haben eigentlich eine komplette Nachfrage. Das heißt, wir können hier eigentlich starten schon mit Bushaltestelle, U-Bahn und mit Wohngebieten, ja. Stromleitung. Hierhin bitte. Aber wir machen natürlich durchschnittlich bebaut.
nicht groß bebaut, weil groß bebaut brauchen wir tatsächlich für unsere Hauptstadt. So, Wasserleitung, haben wir hier auch eine. So, und dann können wir auch schon loslegen. Stromenergie. So. Ja, dann könnt ihr schon eins. Könnt ihr schon einziehen, ja. Das ist einfach krass. So, dann Polizei. Feuerwehr. Kriegt jetzt eure benötigten Sachen. Krankenhaus. Ja. Und Bildung kriegt ihr später. So, U-Bahn. Miteinander verbinden und hier rüber. Rüber in unserer Hauptstadt. So. Wie gesagt, Bildung kriegt ihr später. Weil, naja, ich meine, wir brauchen erstmal die Kohle dafür, ne, nicht wahr? Gibt es eigentlich mittlere 4x4 Gebäude? Ich glaube nicht, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Ne, okay. Dann machen wir da gleich Parks rein. Genau, Parks rein. Ja, guckt euch das an. Ah doch, es gibt mittlere 4x4 Gebäude, aber nur kleine. Ja. So, wunderbar hier. Das heißt, wir können. Jetzt schon wieder Nachbarschaftshandel Wasser, okay. Hier, zack. Genau, das heißt, wir können hier unten wieder Bushaltestelle U-Bahn machen. So. Wunderbar. Ja, machen wir jetzt uns jetzt hier in rasender Geschwindigkeit unseren Vorort. Schaut euch das an, wie der Vorort wächst. Da. Zack. Wunderbar. Ja, sehr schön. Wir brauchen... Ah, Moment. Ja. Wir machen bitte die reichen Gewerbegebiete Steuersätze hoch. Weil die Nachfrage brauchen wir tatsächlich für die Hauptstadt. So. Dann sind wir fast wieder bei Kostenpunkt 0 angekommen. Ja. So. Dann. Hier werde ich auch nur normale Straßen benutzen, weil das ist ja unsere Nebenstadt, sage ich jetzt einfach mal. So. Bushaltestelle U-Bahn. Wow. Das ist schon ganz schön viel hier. Okay. Nachbarschaftshandel Wasser. So. Stelle U-Bahn. So. Schon wieder Wasser. Ach, ich hab... Ach, scheiße. Nachbarschaftshandel. Ja gut, bei Gewerbe ist das aber in Ordnung. Tatsächlich. Boah, was? Nachbarschaftshandel. Sie? So. Ja, okay. Gewerbe habe ich tatsächlich groß genommen. Das ist aber okay. Weil die Jobs, mittlere Jobs, die können auch, ja, die können auch hier so entstehen. Das ist ja okay. Ne? Gut, dann sind wir 3300 im Plus. Das heißt, ihr kriegt eure erste Grundschule. Oh, und wir haben wieder Nachbarschaftshandel, jede Menge. So. Hier, na Mensch. So. Und ihr kriegt auch Hightech-Industriegebiete. So. Was? Das Krankenhaus streikt schon. Ja, okay. Dann machen wir das mal. So, genau. Da kommen nämlich wieder mehr Patienten. So, dann machen wir euch mal ein riesiges Hightech-Industriegebiet. Damit ihr auch schön eure Arbeit habt hier. Oh, dann geben wir euch gleich auch noch eine schöne Bus- und U-Bahn-Verbindung hin. Ja, Bushaltestelle. Ja, und U-Bahn. Sehr gut. So, was ist denn da schon wieder passiert? Verdammt nochmal. So.
Aber ich glaube, unsere Zeit... Ah, ich habe wieder nicht auf die Uhr geklickt. Verdammt. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minütchen. So. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr natürlich mal wieder eingeschaltet habt hier. Ne? Ist klar, bei SimCity 4. Wir haben wieder Blackouts. Nachbarschaftshandel, wir brauchen wieder Energie. So. Jawohl. Ja, ich müsste eigentlich mal gucken. Ja, dann mache ich das halt eben. Ich schau mal, wie viel Zeit wir noch haben. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, noch 10 Minuten. Das passt. Okay. Sorry für den kleinen Schnitt, aber... Boah, muss halt sein, ne? Manchmal. So, 3835, das heißt... Wir machen... Hier einmal so. Einmal so. Und machen hier neue Wohngebiete. Ja. Salzstelle U-Bahn. Ja, das wird jetzt schnell gehen mit der neuen Nebenstadt, ne? Das ist ganz klar. Das wird definitiv schnell gehen. So. Mittelgroße Einwohner, jawohl. Schaut euch das an. Und direkt weiter. Direkt weiter. Zack, 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 so. Wasserverbindung? Ja, braucht ihr. Wie schnell man sich hier bei SimCity 4 im Vorort aus den Ärmeln schütteln kann, ne? Das ist einfach krass. Guckt euch das an. So, ja. Warum ist das Gewerbegebiet verlassen? Wegen Wasser... hallo? Aufgrund geringer Attraktivität? Wie? Ach so, wegen... Hier, deswegen, oder was? Oder was ist hier los, hä? Hallo? Was ist denn hier los? Hallo? Ach, direkt neben Industrie. Eieiei, okay. Okay, die stellen sich an wegen der Industrie. Das hier auch, oder was? Geringe Attraktivität. Ach so. Wartet mal. Wir müssen ja noch Stadtverordnung machen. Luftreinheit. So, dann brauchen wir noch hier... wir brauchen doch hier noch so ein... Genau, so ein... Luftreiniger. So, genau. Genau. Dass ihr euch hier so anstellt, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ganz ehrlich. So. Ja, hallo, hier sind doch Bäume jetzt. Ja, so. Was ist hier? Geringe Attraktivität. Na gut. Machen wir auch nochmal Bäumchen hier hin. So. Alles klar. Cool, dann. Okay, es scheint so, als würden Gewerbegebiete es nicht mögen, direkt neben einer Hightech-Industrie zu stehen. Okay, das ist interessant. Das ist echt interessant gerade. So. Okay, dann mache ich die Gewerbegebiete jetzt mal gleich mal wieder weg, oder? Oder die Industriegebiete. Ja, komm, ersetzt das. Dann machen wir es anders. Planänderung. Freunde. Wir machen es anders. Wir machen das so. Wir machen hier statt Industrie, machen wir hier Gewerbe hin. So. Weil dann... warum geht das nicht? Ach, okay, ja, klar. Die sind aber auch... Hallo? Ah, hier in der Mitte, okay. Warum auf einmal geringe Attraktivität?
stellt euch aber auch an, ne? Könnt ihr mal aufhören? So. Es ist attraktiv hier. Ich habe euch jetzt die Industrie vor der Nase weggenommen. Verdammt nochmal, so. Echt anstrengend teilweise mit euch hier. Gut, dann mache ich halt nur... Ja, obwohl eigentlich... Brauchen wir doch die Gewerbenachfrage für die Hauptstadt. Was ist da oben wieder los? So. Eigentlich brauchen wir die doch für... Ja gut, das sind mittlere, ne? Was ist mit euch? Ich verstehe es gerade nicht. Mach noch mal ein paar Parks rein, aber irgendwie... Attraktivität? Was ist da mit euch? Verstehe ich gerade dezent nicht. Tatsächlich. Was ist hier? Ach! Ach, 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 ja. Ich glaube, ich weiß warum. Ne, Polizei ist doch... Hä? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Polizei oder was? Ah, wir brauchen auch noch ein Gefängnis. Stimmt, wir brauchen noch ein Gefängnis. Aber dann da bitte den Regler aber nach unten drehen. Wartet mal. Öffentliche Sicherheit, hier Strafvollzug. Wir brauchen nicht so viel. So vielleicht. Ey, was ist das? Wir machen halt Wohngebiete dahin, so. Dann, wenn ihr nicht wollt, dann macht er Wohngebiete hin. So. Ich verstehe es nicht. Geringe... Ah, jetzt ist die Nachfrage, das Problem. Okay. So, dann machen wir hier einfach weiter, so. Einfach weiter mit Wohngebieten. Da. Ja, zack. Zack. So. Wir machen weitere Wohngebiete einfach. Okay. Stadterweiterung brauchen wir auch, ne? Bürgermeistervilla zum Beispiel. Können wir ja hierhin machen. Genau, und schon kommt die Gewerbegebiete hier. Alter! Das ist komisch, ey. Ja gut, aber wir müssen halt mehr Wohnungen aufbauen dann dafür tatsächlich, ne? Wir brauchen mehr Wohnungen. Mehr Einwohner. Okay, ja gut, ist nicht schlimm. Kriegen wir hin. Guck mal, da kommen sie nämlich schon wieder Schritt für Schritt hier. Und waren noch verbinden? Ja, man muss an so viele Sachen denken. Einfach krass, aber wir machen es ja im Schnelldurchlauf, ne? Weil man ja auch langsam mal wieder Fortschritt in der Hauptstadt haben will. So. Wie sieht es finanziell aus? Gut, okay. Aber da nochmal und da nochmal. Ups. Hier nochmal. Komisch, ne? Jetzt ist wieder alles schwarz da unten. So, aber hey. Es macht trotzdem Spaß. Also SimCity 4 ist ein Spiel, das macht mir immer Spaß, auch wenn es gerade nicht so gut läuft. So. Gewerbegebiete hier, ne? Wie sie sich anstellen. Wie sie sich anstellen, oh mein Gott. Wie sie sich anstellen, ey. Hilft auch kein Bäumetrick mehr. Ein Novum. Der Bäumetrick hilft nicht. Na gut, dann mach weg. Macht sie weg. Bevor sie hier das komplette Stadtbild ruinieren. So, eieiei. Aber es gibt doch Nachfrage, das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt doch Gewerbenachfrage, so.
Aber ich liebe auch diese Musik hier in dem Spiel. Einfach geil. So. Und schon haben wir jetzt am Folgenende tatsächlich, haben wir schon einen guten, großen Vorort. Ja, also, noch einmal hier rüber. Die Hauptstadt hier auch noch in die Hauptstadt. Haben wir eigentlich schon ganz gut hingekriegt hier. So. Das hier nochmal so und so. Gucken, ob die Wasser haben. Haben sie. Okay. Okay. Die Uhr wird jetzt gleich klingeln. Ja, ganz genau. Und, oh Gott, es wird schon dunkel draußen. Wie? 4 Uhr. Ja gut, 4 Uhr. Ist halt Winter, ne? Ist klar, dass das ein bisschen krass wird. Also ein bisschen früh dunkel wird so rum. Ach ja, so. Geht die alle hier arbeiten? Jawohl. Die Katze, was machst du denn? Plups auf Boden. Ah, das ist immer so putzig. Oh. Er streikt. Da, die erste wieder. Ja, passt. Machen wir so. Gut, liebe Freunde, dann gucke ich jetzt noch mal ganz kurz, ob sich da irgendwas in der Hauptstadt tut, wenn wir hier was machen. Und dann beende ich die Folge. Ich hoffe, dass es uns hilft, weil wir brauchen hier wirklich nur noch diese eine kleine Ecke hier. Ja, schau dich das an, das hilft. Es hilft. Es hilft. Oh, guck dich das an. Das hilft. Okay. Ja gut, euch geben wir noch mal ein bisschen mehr Kohle. Ich musste halt die Bildung runterschrauben. Es tut mir ja leid. Aber meine Güte. Wow. Wie sieht es verkehrstechnisch eigentlich aus? Habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt, ne? Na gut, geht aber. Luftverschmutzung? Oh, Luftverschmutzung ist hier unten ein Thema. Ja, dann machen wir da doch. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Folge beenden, ne? Aber die abpflanzt, Baumhaus. Nee. Aber das möchte ich gerne noch beheben. So. Mann. Und schon. Ja, und schon. Ja, ihr seht das, ne? Was so ein Vorort tatsächlich echt ausmacht. Na, meine Güte. Bam, bam, weg damit. Ja, stehende Gebäude will ich hier gar nicht haben. So. Ja, gut, okay. Ihr seht das, ne? Also, kaum habe ich mir einen kleinen Vorort aufgebaut, haben auch schon wieder ordentliche Gewerbenachfrage, ja. Das ist sehr gut eigentlich. Und ich schaue mal noch im Zensus nach. Ja, okay. Gut, liebe Freunde, sind wir bei minus 13.000 angekommen, finanziell her. Alles klar. Bildungstechnisch, ja gut, das hier kann ja weg dann. Dann kann das weg, wenn sie jetzt hier wieder dasselbe Gebäude hinbauen, ne? Die sind doch bescheuert. Die bauen dasselbe Gebäude nochmal dahin. So einfach so, ey, du hast die mir, das sind überhaupt nichts zu sagen, Spieler. Bauen sie einfach denselben Driss da nochmal hin. Wahrscheinlich da jetzt auch nochmal, ne, oder? Nee, okay. Sehr schön, Freunde. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge von SimCity4 gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt seht gerne weiter den Kanal. Und ja, dann machen wir auch wieder dasselbe auf. Wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.